wesentliche Themen für Europa. Schauen wir mal nach Österreich. Was sind denn dort die wesentlichen Aufgaben der noch zu bildenden neuen Regierung? Ja, ich weiß nicht, wie lange diese Regierung noch herumdoktern will mit ihren Koalitionsverhandlungen. Wenn sie nicht zusammenkommen wollen, sollen sie sagen, dann soll man Neuwahlen durchführen. Dann werden beide Parteien noch einmal abgestraft werden. Koalitionsverhandlungen dauern zu lange. Man sieht, dass im Grunde in den fundamentalen Fragen, nämlich ob der Staat sparen kann oder muss, keine Einigkeit herrscht. In der Frage, wie man spart, keine Einigkeit herrscht. Es führt am Abbau der Staatsquote überhaupt kein Weg vorbei, aber das wollen zum Beispiel die Roten überhaupt nicht akzeptieren. Es führt an einer Steuersenkung überhaupt kein Weg vorbei, sonst kann man eine Wirtschaftsbelebung gar nicht zustande bringen. Es führt an einer Wirtschaftsbelebung als Voraussetzung für die Bekämpfung der Arbeitslosen überhaupt kein Weg vorbei. Das heißt, die ganze Sozialromantik der 70er und 80er Jahre kommt jetzt absolut an ihren Schlusspunkt. Und es gibt eben Parteien, die das noch nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollen. Und daher sollte dann der Wähler noch einmal entscheiden können. Wenn die sich nicht einigen können und die fundamentalen Probleme des Landes nicht in den Griff bekommen wollen, aus politischen Gründen gar nicht wollen, dann sollen sie sagen, dann sollen sie sich von Wählern noch einmal rechtfertigen müssen. Thema Familienbeihilfe, ein großer Streit während der Verhandlungen. Sind Sie für oder gegen eine Erhöhung der Familienbeihilfe? Denn solange man den Familien praktisch permanent das Geld aus der Tasche zieht durch höhere Gebühren, durch höhere Steuern, jetzt sollen ja wieder entsprechend auch die Kfz-Abgaben erhöht werden. Das heißt, also der Staat greift ja den Familien auch permanent in die Tasche, sondern muss man wenigstens mit Transferzahlungen wiederum einen Ausgleich schaffen. Ich bin natürlich der Meinung, man sollte den Familien möglichst viel Geld belassen. Das heißt also beispielsweise die vom Bischof Köln immer wieder geforderte, von mir im Übrigen unterstützte Pro-Kopf-Steuer. Das heißt also, dass das Familieneinkommen aufgegliedert wird, aufgesplittet wird, das ist das sogenannte Familiensplitting, auf alle zu erhaltenden Köpfe und dann erst eine Besteuerung durchzuführen. Das wäre viel gerechter. Also kinderreiche Familien. Kinderreiche Familien würden damit praktisch keine Steuern mehr zahlen, selbst dann, wenn also ein höheres Einkommen vorhanden ist. Das heißt also, und dann ist darüber nachzudenken, wo es dann noch notwendig ist, einen entsprechenden Ausgleich zu schaffen, um eine soziale Schieflage auszutarieren oder um zu korrigieren. Aber permanent mit der Gießkanne sozusagen Transferleistungen zu bezahlen und auch zu erhöhen, man kann in Zukunft nicht mehr stattfinden. Das heißt, man muss also runter mit der Abgabenquote, man muss wieder stärker die Autonomie der Familien respektieren und dann muss man dort, wo es dann zu sozialen Schieflagen und zu Armut kommen kann, und das ist nach wie vor eine traurige Tatsache, dass nach so vielen Jahren sozialistischer Sozialpolitik, mit Unterstützung der ÖVP im Übrigen, die Familien, speziell die Alleinerzieherinnenfamilien, zu den Armutsgefährdeten der Gesellschaft gehören. Das heißt, auch hier lässt man die Mütter wieder im Stich. Das muss man ganz klar sehen. Aber wie würden alleinerziehende Mütter von einem Familiensplitting profitieren, wenn sie ja nur auf ein bis zwei oder drei Köpfe aufteilen könnten? Na, da geht es ja darum, dass der Familienerhalter gemeinsam mit der alleinerziehenden Mutter zusammengewürfelt werden muss. Also steuerlich würde man dann eine Familie sein, wo man getrennt ist. So ist es. Man muss jene sozusagen Steuersubjekte, die einen gemeinsamen Unterhaltsverband bilden, muss man auch als gemeinsamen Steuertopf sehen und dann das Familiensplitting danach aufteilen. Ja? Und daher müsste, wir nennen speziell in Patchwork-Familien sozusagen mehrere Kinder aus verschiedenen Beziehungen, etwa aus zwei Ehen, aus einer Ehe, früheren Ehe, aus einer aktuellen Ehe oder aus einer früheren Beziehung ein lediges Kind beispielsweise zu erhalten hat, dann muss man das jeweils zusammenziehen und dann dividieren. Also Familiensplitting für das Kindeswohl. Das ist immer unter dem Aspekt des Kindeswohls und damit auch unter dem Aspekt Armutsgefährdung und soziale Schieflage zu vermeiden. Und wenn es dann notwendig ist, sozusagen nach einem Ausgleich zu finden, dann bin ich absolut auch für die entsprechenden Transferzahlungen, auch nach einer Steuersenkung. Aber ich sage es nochmal dazu, damit ich nicht missverstanden werde. Solange der Staat weiterhin tief in die Taschen der Bürger greift und damit auch in die Taschen der Familien greift, kommt es für mich überhaupt nicht in Frage, dass man den Familien weiter noch Geld wegnimmt oder dass die Transferleistungen an die Familien kürzt.